Jo Leute, endlich ist es da, mein Buddy Media Armband. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen nochmal intensiv mit dem Buddy Media Armband beschäftigt, also im Internet recherchiert, wie alles funktioniert, bla bla. Ich habe ja schon mal gehabt, die Sensoren waren kaputt und ich wollte euch jetzt mal sozusagen eine Anleitung geben, wie das Ganze überhaupt hier funktioniert, wie man sich da anmeldet auf der Seite, was man alles braucht und ja, zunächst neben dem Gerät natürlich noch sehr wichtig in meinen Augen hier. Money2Go Mastercard, eine Prepaid-Masterkarte. Kann man sich an jeder Tankstelle kaufen. Ist einfach besser, wie die eigene Mastercard oder Visa-Karte zu benutzen. Sicherer, kann nichts abgebucht werden. Ist einfach nur eine Prepaid-Karte, wie man es auch von Prepaid-Handykarten kennt. Ja, was noch zu erwähnen ist, um das Ganze hier anzumelden, braucht man eine amerikanische Adresse, weil das Ganze ist ja eigentlich nur in Amerika und in Kanada oder in Australien verfügbar. Das deutsche Gerät dafür heißt Sensware, ist eigentlich von derselben Firma, steht auch Buddy Media drauf. Nur die dürfen das aus, was weiß ich, irgendwelchen rechtlichen Gründen hier in Deutschland nicht verkaufen. Meine Cousine hat es mir aus Amerika mitgenommen. Auf eBay kann man sich das auch erwerben, kostet so um die 200 € mit Versand und Zollgebühren. Und das deutsche Gerät Senseware kostet 1200 €. Also da ist schon mal der Punkt, dass man sich dann natürlich das hier aus Amerika mitnehmen lässt oder bestellt und freiwillig die Zollgebühren bezahlt. Auf jeden Fall, also ihr braucht als erstes mal eine amerikanische Adresse. Eine Visa-Karte ist wichtig. Was noch wichtig ist, für Apple-Nutzer, das Ganze gibt es nicht im deutschen App Store. Das heißt, man muss sich im amerikanischen App Store anmelden, einfach die ganz normalen Daten wieder eingeben. Man hat ja schon einen Account im App Store, aber man muss sich halt nochmal im amerikanischen anmelden. Zeige ich euch das, wie das geht. Und bei dem amerikanischen Modell von Buddy Media ist es halt so, dass man monatlich eine Gebühr bezahlen muss von $5,95. Das sind also umgerechnet 3-4 € im Monat, aber es ist immer noch besser als das Deutsche, wenn man sich das überlegt, 1200 €, bis man die 1200 € hier wieder drin hat mit dem Gerät. Also sagen wir mal, 200 € zahlt ihr für das Teil und monatlich nochmal 3 € oder 4 € ist, also das ist saugut. Also und was noch zu erwähnen ist, meistens ist es so, dass bei dem Gerät die ersten 3 Monate sogar kostenlos sind. Müsst ihr aber drin einen Zettel oder bei der Anmeldung müsst ihr halt einen Code eingeben. So, ich zeige euch jetzt mal gleich, wie die Seite aussieht, wo man sich da anmelden muss und wie man sich einen US App Store Account erstellt. So, wenn ihr hier oben Buddy Media eingibt und da werdet ihr gleich sehen, dass es hier gar nicht zur Verfügung steht im deutschen App Store. Also wie gesagt, man müsst hier einfach hier runter scrollen bis nach unten. Da seht ihr hier Deutschland-Symbol. Geht einfach drauf hier auf United States. Es dauert dann einen kurzen Moment, bis die Verbindung hergestellt wird. Ja, und dann müsst ihr halt ganz einfach nochmal einen neuen Account herstellen. Ich habe schon einen, den habe ich schon im Voraus erstellt. Und auf jeden Fall, wenn ihr dann einen Account erstellt habt, ist ja ganz einfach, gebt ihr hier oben wieder auf Suche Buddy Media ein. Und siehe da, tada, da ist die App. Ja, die ladet ihr euch dann natürlich kostenlos herunter, synchronisiert dann euer iPhone oder iPad, je nachdem, was ihr dann halt damit benutzt mit dem App Store.
synchronisiert ihr dann mit dem Laptop oder mit dem iTunes zumindest. Und ja, habt die App dann auf dem Handy drauf. Wenn ihr dann natürlich die App schon habt, müsst ihr euch noch müsst ihr noch das Gerät auf euren Namen anmelden. Das geht einfach ganz easy auf der Seite von bodymedia.com, und dann müsst ihr halt eure Location wählen, je nachdem dann halt USA, ist ja in Deutschland nicht verfügbar. Und dann kommt hier diese Seite. Dann geht ihr hier oben auf Get Started. Wenn ihr dann hier seid, gebt ihr dann einfach den Code, hier nochmal zu sehen, der auf eurem Bodymedia drauf ist, hier ein. Also ich habe das gerade mal die Unboxing des Bodymedias durchgeführt, was drin ist. Hier natürlich das Gerät, hier ist der Code, ein USB-Kabel zum Aufladen des Akkus und Synchronisieren und ein Handbuch. Mehr ist da nicht drin, reicht aber auch. So, wenn ihr den Code eingegeben habt, geht ihr hier einfach Choose the Subscription Plan, Get Started. So, hier werden wir erst einmal registrieren. Hier natürlich braucht man die amerikanischen Daten. Name gebt ihr natürlich ganz normal euren Namen ein. Hier. Und jetzt die amerikanische Adresse. Wie findet ihr eine amerikanische Adresse? Ganz einfach. Da geht ihr hier auf diese Seite, Fake Name Generator. Hier der Link. Den poste ich euch nochmal unten drunter. Dann geht ihr hier einfach auf Geschlecht männlich, klar. US-amerikanisch, Name, also ist eigentlich irrelevant. Und Land USA. Drückt einfach auf Generieren. Dann kommt hier ein komplettes Profil von einem erfundenen Namen mit einer erfundenen Adresse, aber natürlich eine gültige Adresse. Und ja, die Daten könnt ihr dann hier einfach übernehmen im Bodymedia. Ganz einfach hier schlossen, na, nichts weg. Ich muss verarschen. So, kopieren. Einfügen. Moment. Nochmal, das Verloser Drive. Das wird hoffentlich die Stadt sein. CA. CA steht für California. Denke ich mal an. United States Zip Code wird das hier sein. Jetzt können wir dann hier entfernen. So, Phone. Könnte man eigentlich einfach eine x-beliebige Zahl. Ich übernehme das mal jetzt von hier. Alles natürlich. So. Jetzt kommen wir hier zur E-Mail-Adresse. Da gebt ihr natürlich eure eigene E-Mail-Adresse ein. Ich benutze jetzt die NA Fitness More at gmail.com. Was noch zu erwähnen ist, bei der E-Mail-Adresse müsst ihr nicht unbedingt bei Gmail, aber bei einem amerikanischen Anbieter. Das heißt, hinten beim Domain muss .com stehen. Steht da wie zum Beispiel bei Web, also web.de, wird die E-Mail-Adresse leider nicht akzeptiert. Geburtsdatum. Nachdem ihr euch registriert habt, kommt ihr auf diese Seite. Hier steht dann nochmal Bodymedia Fit Monthly Subscription, also heißt die monatliche Abo.
Hier nochmal die Erklärung, bla bla. 6,5, also 6,95 Dollar. Und anscheinend ist auch bei diesem Gerät sind die ersten 3 Monate gratis, weil hier steht ja nichts. Also keine Kosten. So, jetzt wären wir hier bei dem Punkt mit der Mastercard. Da müsst ihr euch ganz einfach anmelden. Hier steht es drauf bei der Money2Go-Card, wie was zu machen ist. Hier Schritt für Schritt. Da meldet ihr euch dann an und gebt die Daten hier ein und bestätigt das Ganze dann. So, dann wären wir dann wieder. Wenn ihr dann alle Kreditkartendaten eingegeben habt, kommt hier dieses Feld. Promotional Code 3 Free Months Accept. Ja, dann müsst ihr hier diese Terms und so alles akzeptieren. Und hier seht ihr dann nochmal die 6,95. So. Aber die 3 Monate sind ja frei. Dann drückt ihr hier auf Submit Order. Dauert einen kurzen Moment. Hier werdet ihr dann auf diese Seite weitergeleitet im nächsten Schritt. Dann geht ihr hier einfach auf Launch Activity Manager. Ja, hier wieder alles akzeptieren. So, hier alle Daten wieder erneut eingeben. Bla bla. Und hier achtet drauf, dass ihr bei Gewicht und Größe hier auch darauf achtet, dass ihr auf Feet, Inches und LBS ihr euer Gewicht eintragt. Das ist wichtig, weil wenn ihr das alles in Zentimeter und Kilos einträgt, habt ihr verfälschte Ergebnisse beim Messen also wenn das Gerät die verbrauchten Kalorien misst, misst es dann falsche Ergebnisse. Und dann könnt ihr einfach bei Google das alles errechnen lassen. So, nachdem ihr auch diese Daten eingegeben habt, geht ihr hier einfach auf euer Modell. Hier meint es ist Link. Da gebt ihr jetzt eure Ziele ein, ob ihr aktiv werden wollt, Gewicht verlieren wollt oder euer Gewicht halten. Ja, ich mach mal auf Gewicht halten. So, das können wir dann hier auch ausrechnen lassen, wie viel Kalorien, also 174 LBS bin ich, circa 79 Kilogramm. Hier gebt ihr dann ein, was ihr macht. Habt ihr wenig oder keine Übung? Leichte Übung 1 bis 3 Tage, 3 bis 5 Tage, je nachdem, was ihr halt macht. So. Und jetzt euer Ziel halt, je nachdem, aber ich gebe einfach mal ein, ich will mein Gewicht halten. 3290 Kalorien. Akzeptiere ich. Das ist jetzt der Grundbedarf laut Bodymedia. Ich habe mir das auch mal auf einer anderen Seite ausrechnen lassen, bin nahezu auf denselben Wert gekommen. So, dann drückt ihr hier auf Show Maintain Weight Plan. Da kommt das, bla bla, und Select Your Activity Plan. Also da müsst ihr halt eingeben, wie viel Aktivität ihr an einem Tag habt. Seid ihr nur leicht aktiv, 30 Minuten moderate Aktivität, 0 Vigorous Activity, das heißt dann so wie Joggen und 5000 Schritte am Tag. Ich denke mal, ich bin hier sehr aktiv. 60 Minuten am Tag, wo ich dann normal unterwegs bin, 30 Minuten mindestens, wo ich dann eine höhere Herzfrequenz habe. Habe ich sowieso, weil ich ja fast eine Stunde trainiere und 10.000 Schritte am Tag. Ich denke mal, das hier, wenn nicht sogar das, aber ich bleib mal das und dann, das kann man ja am Ende dann noch ändern oder an den nächsten Tage. Dann geht ihr hier auf Continue. Ja, und dann müsst ihr im ersten Schritt hier diese Funktion, das Programm von Bodymedia runterladen. Bodymedia Sync heißt es dann. Hier wird euch dann gezeigt, wie ihr das Teil zu entfernen habt. Anschließen an PC und synchronisieren erstmal.
So, wenn ihr das Programm dann installiert habt, bekommt ihr diese Meldung hier: Welcome to Buddy Media Sync, ja, bla bla. Dann müsst ihr jetzt euer Buddy Media Armband halt, wie halt da in dem Video beschrieben, entfernen und anschließen. So, das ist das Symbol, wenn es synchronisiert wird. So, da wären wir dann hier auf der Activity-Seite. Ja, hier oben stehen dann die verbrannten Kalorien. Das, was man hier aufgenommen hat an Kalorien, das müsst ihr dann mit MyFitnessPal koppeln. Das findet ihr dann auch auf YouTube, oder ich mache ein extra Video, wenn ihr es wollt. Dann also dass man halt im Defizit ist, also die Summe bzw. die Differenz. Dann Physical Activity, ja klar, null, ich habe es auch erst eben erst angeschlossen, keine Schritte und kein Schlaf heute. Und das Body Media Armband ist jetzt auch bei mir gerade bei 0% Akku. Ich lasse es jetzt mal laden und benutze es dann erst ab morgen. Ja, auch noch was wichtig ist. Hier bei Settings geht ihr hier auf Preference. Ja, das ist nicht so wichtig. Ah, Moment, Moment, Moment. Hier, wenn ihr auf umstellen wollt, dass ihr alles auf Zentimeter und Kilogramm angezeigt bekommt auf der App, geht ihr dann hier natürlich hier drauf. Zentimeter, Kilogramm, also Metric. Und dann Save Preferences, dann kriegt ihr diese Meldung wahrscheinlich, dass es nicht funktioniert hat. Ich zeige euch gleich warum. Um das Problem zu lösen, geht ihr auf Systemsteuerung. Hier auf Tastatur und Eingabemethode ändern. Formate, drückt hier auf Englisch USA. Übernehmt das Ganze, bestätigt es. Und geht hier auf metrisch und Save References und siehe da, die Leiste ist grün. Und dann könnt ihr hier unten einfach das Ganze nochmal ändern, einfach wieder zurück auf Deutsch. Aber die Einstellung bleibt gespeichert. Könnt das Ganze schließen. Geht wieder auf den Activity Manager. Schaut nochmal nach bei Preferences und siehe da, ist gespeichert. Nachdem ich euch das alles erklärt habe, wie das alles am Laptop funktioniert, seht ihr schon, es fängt an zu blitzen. Ich habe es gerade angeschlossen an mir, sage ich mal. Also ganz einfach am Trizeps hier hinten befestigen. Auf nichts drücken, nicht auf diesen Knopf oder so. Das Gerät fängt nach einigen Sekunden oder sagen wir mal eine Minute an zu piepsen. Das heißt, es synchronisiert. Also, was heißt synchronisiert? Es speichert Daten auf. Nachdem ihr dann hier diese App installiert habt bei dem MediaFit oder beziehungsweise halt es im App Store runtergeladen habt auf iTunes und euer Laptop synchronisiert habt, müsst ihr das Gerät natürlich erstmal mit eurem iPhone oder mit eurem Handy koppeln. So, dafür macht ihr euer Bluetooth an, ganz normal. Und haltet diesen Knopf einige Sekunden. Und seht da, da kommt AAs Armband. Nicht gekoppelt. Drückt ihr einmal drauf. Und Standardpasswort sollte 0000 sein, also viermal die 0. Habt ihr gekoppelt, seid ihr verbunden? Seht ihr es einfach ganz hier ganz oben verbunden? Geht ihr auf die Body Media App. Nachdem sich dann euer Handy dann verbunden hat, gibt es hier zwei
Knöpfe, also Today, ist klar, und hier Upload. Drückt ihr dann einmal drauf, dann hört ihr das Gerät schon arbeiten, piepst, sendet dann die Live-Daten direkt an das Buddy Media. Hier oben die Leiste Uploading. Wenn die dann voll ist, habt ihr dann eure Live-Daten. Wie viele Schritte, eure Aktivität und wie viel Kalorien ihr verbrannt habt und wie viel Kalorien ihr aufgenommen habt, müsst ihr dann halt mit MyFitnessPal eingeben. Dazu mache ich dann halt auch ein Video, oder es gibt schon Videos auf YouTube. Auf jeden Fall sehr nützlich. Mein Fazit zu dem Buddy Media ist, also ich finde es ein super Gerät für 120, 150 Euro, sagen wir mal, auch wenn es für 200 Euro mit Zollgebühren und alles Mögliche ist, ist es sehr nützlich, weil, wie ich gemerkt habe, ich habe früher immer 2000 Kalorien gegessen, wollte nicht zu einfach nicht dick werden und habe gedacht, oh, 2000 Kalorien ist lang oder 2200. Habe Unmengen an Eiweiß genommen, Low Carb natürlich, und wusste einfach nicht, dass ich schon allein so einen hohen Grundbedarf habe an Kalorien. Wie man ja vorhin das gesehen hat, bei der Berechnung von Buddy Media kam ja ein Wert von 3290 oder 3250 raus. Und ja, ich habe es ja auch selbst an mir gemerkt, jetzt wo ich in der Massephase bin, habe ja 3, 4 Wochen lang 3000 Kalorien jeden Tag zu mir genommen und habe trotzdem abgenommen, habe jetzt erhöht auf 3500, habe die erste Woche zugenommen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich nicht stagniere, sondern wieder Richtung nach unten bin. Also habe auch wieder an Gewicht verloren. Deswegen will ich jetzt mit dem Body Media immer einen genauen Wert. Sehe, was meine Aktivität ist, sehe, wie viel ich verbrenne. Und je nachdem kann ich dann kalkulieren, ah, reicht 3500, weil es ist schon schwer, 3500 Kalorien an einem Tag zu essen. Oder muss ich noch eine Schippe drauflegen und muss halt noch ein bisschen essen. Deswegen empfehle ich es einfach jedem, der halt aber auch, also es soll sich nicht jeder kaufen. Es langt auch für jemanden, der, sage ich mal, nur 2, 3 Mal die Woche Fitness macht und seinen geregelten Tagesablauf hat, langt auch so eine Ausrechnung im Internet. Das kann man auch so, ich kann euch auch eine Seite posten oder unter dem Video verlinken. Auf jeden Fall, aber bei mir schwankt es halt richtig extrem. Deswegen brauche ich das. Und ich empfehle es auch nur für Leute, die auch wirklich auf ihre Ernährung richtig achten, hundertprozentig. Jedes kleine Detail, was sie zu sich nehmen, abwiegen, tracken in FTDB oder in Livestream, egal in was für eine App. Also es lohnt sich auch wirklich nur für die Leute, die auch eine Kontrolle über das haben, was sie zu sich nehmen, also über die Ernährung. Anders bringt es nichts einem, wenn man so ein Armband hat, man weiß, man verbrennt 3200 Kalorien an einem Tag, aber man hat gar keine Ahnung, was man gegessen hat. Und dann bringt es ja auch nichts. Man muss wissen, was man verbrennt, man muss wissen, was man zu sich genommen hat. Baut man halt ein Defizit auf, nimmt man ab, baut man, hat man Überschuss, baut man Muskeln auf bei aktivem Training. Auf jeden Fall, Top-Gerät, empfehle ich nur wirklich den Leuten, die ja halt auch wirklich mit Fitness und Ernährung ihr Leben damit konfrontiert haben und ihr Leben damit gestalten. Wie gesagt, es ist ja keine Diät, es ist ein Lifestyle, an den man sich einfach gewöhnen muss oder aus meiner Sicht gewöhnt hat. Ich kenne es einfach gar nicht mehr anders. Bis dann, Leute, bleibt dran und abonniert unseren Channel. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt unter den Kommis, was für Fragen ihr noch habt. Ich versuche die dann zu beantworten. Ein Experte bin ich nicht natürlich auf dem bei die Media stand, aber ich habe halt schon Know-how mir angeeignet. Und bis dann, Leute.